Hoi, Chums und Chipheads, hier ist wieder euer Fuchs mit einer neuen Folge von Shadowrun Hongkong. Und wir sind mitten im Geschehen, gerade dabei, uns durch dieses wunderbare kleine Kleinod von Hongkong zu fräsen. Nämlich auf dem Weg, das Fortune Cookie der Zukunft zu dingsen, bumsen. Ach, ihr wisst doch auch nicht, was ich meine. Ja, jedenfalls. Oh, sind echt creepy, die Dinge. Na gut. Fortune. Oh ja. Shouting coming. Nämlich diese seltsame, wollte ich noch was sagen. Die Fortune Machine Engine. Nicht, dass das was bringt, hier hochzulaufen. Und die werden uns nur angreifen. Also auch Angst haben. Gut, dann gehen wir mal direkt darunter in das Zentrum der Walled City hinein. Alles klar. Nicht mehr drüber nachdenken, einfach los. Okay, das heißt, die sind auch ziemlich mit den Nerven am Ende. Ist ja eigentlich auch ganz schön, dass da jeder von betroffen ist. Okay. Hier sind wirklich ziemlich bekloppt. Also mal ein bisschen Wasser nachgießen. Gehen wir gerade rein. Ja, ist klar. Das ist ein Key-Adept gewesen. Der hat sich schon mal gebufft. Und dann waren wir weg. Ja, würde ich mal so sagen, oder? Wie sehe ich das? Ja, ich kann mal reingucken. Wie sieht das hier aus? So, da sind noch schon mal welche. Alles klar, nehmen wir mal den. So. Okay, Dokai. Tja, dann ist auch irgendwie was blockiert. Oh je, da ist er. Na gut. Hinkommt, ne? Dass der überhaupt sehen kann. Das ist irgendwie nicht so cool. Na komm. Und das mal so. Ja, alles klar. Sieht nix. Sieht nix, ja. Neben. Da hinten wird. Ah, jetzt müssen wir uns hier richtig durchfräsen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, Wahnsinn. Okay. Killing Hands, ja.
Gut, dann machen wir das einfach mal. Einfach mal. So. Gar nicht mal so gut getroffen jetzt auch. Unangenehm. So, einmal. Natürlich. So. Zweimal. Ich hätte wirklich gerne den höheren Wert gehabt, aber da habe ich wahrscheinlich mich schon verskillt. Also ich meine den höheren Wert im Drone Control. Da wahrscheinlich schon längst verstanden, was ich meinte. Denn dann hätte ich ja... Hätten die Drohnen jetzt schon 4 AP und nicht nur 3 und ich könnte sie noch einmal mehr einsetzen. Das wäre natürlich ganz schön gut. Aber so muss es eben so gehen. Und so geht's ja auch. So, da oben ist irgendwas. Ach guck. Was habe ich? Okay. Oh je, was ist da los? Das scheint Leute bei uns, ne? Ich weiß es gar nicht. Mystic Armor, Armor plus 3. Gut, Fox läuft mal weiter vor. Okay, es kommt also mehr Zank-Security vor uns, aber sie tragen noch schwerere Rüstung. Ich hätte vielleicht noch besser sie ausrüsten sollen, die Leute, aber okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja, alles klar. Okay, oh Mann. Ja, das sind diese Dämonen-Eumel. Ein bisschen seltsam aussehen zu gehen. Naja, ach, weißt du, was kostet die Welt? So. Tot, 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 alle tot. Schade. Wo ist das? Die versteckt sich dort. Ja, krass. Minus 2 AP, Strike Movement plus 4. Gut, da unten wird schon ordentlich weiter gekämpft.
Hier. Der muss jetzt ordentlich weiter nach vorne. Also wieder, ich guck mal gerade rein. Wechseln, nein, schade. Ja, da muss ordentlich Zunder drauf gegeben werden, das ist schon so. So, weiter geht's. Oh Mann. Oh Mann. Nein. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, wie die sich hier... ob die sich überhaupt treffen lassen. Von profanen Waffen. Tja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall müssen die ein bisschen umrundet werden. Sonst... tanzen die uns auf dem Dach. So. Sehr gut. Runter hoch. Sie rennt weiter. Und schießt dorthin. Dort. Okay. Und sie rennt darüber. Und kann dann sogar noch mal schießen. Trifft aber nicht. Okay. Ja, dann war's das. Ja. Okay, die scheinen auf jeden Fall da was zu machen. Ja, alles klar, müssen wir hier weiter rein. Wir nehmen es lieber so. Heavy Cover, Heavy Cover. Heavy Cover, Light Cover. Ein bisschen sie umlaufen, das ist die Frage, wie wir sie umspielen können. Aha. So richtig glaube ich nämlich noch nicht dran. Na gut, dann auf die Drohne müssen wir nicht, wir müssen auf den Rigger zählen. Da ist der Rigger. Schade. Sieht er den? Nee. So. Na komm. So. Damit ist nämlich die Drohne oben auch hinüber. Und das ist auch hinüber. Problem ist, er ist halt ein Nahkämpfer, ne? Mhm.
Ja, ich vermute, dass Fox jetzt als taktischer Fehler da schon mal ordentlich getroffen werden wird. Denn das war ein ziemlicher taktischer Fehler, dass ich ihn da so hab frei stehen lassen. Dann kommt er auch da hoch. So, Goebbels, mach mal was. Schade, nur 6, ja. Mhm. Ja, ich kann es aber noch ein bisschen mehr machen. Okay. Sehr gut. Ja, das sieht da halt nichts, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja. Okay. Dann lad mal nach. Gut, und der Rest kann jetzt auf uns drauf gehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich drüber nachdenke, dass wir die jetzt, das ist das erste Mal die erste Begegnung mit denen feiern. Und wir schon relativ stark angeknuspert sind, ne? Na gut, gucken wir mal. Was ist das hier? Wir haben noch King. Yama-King, Yama-King. Na gut, gucken wir mal. Dann batzen wir uns da mal durch. Mhm, batz, batz, batz. Ja, müssen auf allen draufhalten. Das hat, glaube ich, sonst alles wenig wert. Ja, trifft halt wie Bolle. Also, wirklich wahnsinnig gut. So. So. Aber der hat nur noch eins, das ist doch gut. So. Er sieht den hier. Ja, ist doch da weg, okay. Schade. Trifft noch. Okay. Ja, mhm. Komm jetzt hier hoch. Ja, war weg. Okay. Mhm. Laden, ist dann schon dicke bedient. So. So. Okay, und den guten Gobbet kommt auch mit. Rennt da runter. Und die Marklung. Da. So, dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen.
Die sehen jetzt erstmal auch ehrlich gesagt nur bedrohlich aus. Die richtig Schaden haben die nicht gemacht. Aber wenn ich so bedrohlich aussehende Viecher sehe, dann geht bei mir immer die Pumpe. Insofern mache ich hier ein bisschen Heulerei und Flennen. Ich freue mich, wenn der Yama King auch schon hinüber ist. Sein sollte, demnächst zumindest. Okay. Okay. Mhm. Sehr gut, alles klar. Sehr, sehr gut. Das ist eine große Erleichterung, die sich hier bereit macht. Ja, und dann geht es hier zum Zentrum der ummauerten Stadt. Oh je, das klingt doch schon wieder sehr. Aha, aha, aha. Ja, Leute, ich glaube, wir unterbrechen hier an der Stelle mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Haltet die Ohren steif bis dahin und lasst mir einen Kommentar oder zwei da. Daumen nach oben, nach unten, links oder rechts. Abo-Button. Der Abo-Button ist wichtig, Leute. Dann wissen wir auch, dass wir unsere Sache ganz gut machen. Und bis dahin grüße ich euch und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.